Möbelhäuser, aufgepasst, hingehört, hingeschaut und entschädigt. Ja, aber wen? Ja, den Kunden. Denn ohne Kunde kein Möbelhaus. Ein nierentransplantierter Patient bekam ein neues Bett. Aber das Bett war nicht nutzbar. Man ging davon aus, als es aufgestellt worden war, dass das nutzbar ist. Aber wo soll dann der Patient, der einer besonderen Liegeposition bedarf, dann liegen, wenn das Bett, ich betone es nochmal, nicht nutzbar war? Aus folgenden Gründen: Er hatte Atemschwierigkeiten bekommen durch die Dämpfe des Bettes. Wahrscheinlich ein besonderer Lack, der nicht verträglich war. Daraufhin hatte eine Notlösung stattfinden müssen von verschiedenen Matratzen. Aufgrund dieser Notsituation flog der Patient auf dem Boden oder an eine Tischkante. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber das lässt sich noch recherchieren. Daraufhin bekam er jetzt ein offenes Bein und immer mehr wurde diese Wunde größer. Dafür habe ich auch ein Foto bekommen. Beim nächsten Podcast wird dieses Foto garantiert platziert. Erschreckend. Ich wurde dann gefragt, nachdem die Familie sich kurz eine Auszeit nehmen musste aufgrund des Schocks, haben Sie schon was unternommen? Sage ich, nee, es gibt zu viele Fälle. Also im Moment habe ich noch nichts unternommen, aber ich tue es hiermit jetzt. Bei Minusgraden bewusst, weil sie gesagt hat, das ist doch jetzt zu kalt. Sage ich, nee, für Zivilcourage ist nichts zu kalt. Das Unternehmen hoffe ich, dass sich diesen Podcast richtig gut einvernimmt und dem entsprechenden Kunden ein Angebot macht, weil der Patient ein offenes Bein hat, Blutstau dadurch auch noch hat, es verheilt nicht, weil natürlich jetzt Winter ist. Wir schreiben heute den 19.12.2016. Vorher konnte ich den Aufsager nicht machen. Das ist auch Zivilcourage. Ja, da haben wir doch sowieso keine Chance, sage ich. Das werden wir sehen. Dafür gibt es Focus.de, London TV, MDR, Hallo Deutschland, ein Fall, Akte X, hoffentlich gelöst. Also es gibt viele Foren. Entschädigen Sie in Nürnberg diesen Kunden. Das ist ein namhafter Kunde, der leider eine neue Niere bekommen hatte und dadurch auch ein paar Kreislaufprobleme hat. Und er hätte eben nicht fallen dürfen. Das Hämatom ging nicht mehr zu. Und man hat zuerst ihn nicht ernst genommen, dass das Bett komische Dämpfe hat. Und das Ausstellungsstück wäre nicht zur Verfügung gewesen, weil das Ausstellungsstück ist ja schon länger ausstehend gewesen, also in einem Laden stehend gewesen und aufgestellt gewesen. Und das hat natürlich nicht solche Dämpfe. Sie wollten ja auch dann runtergehen im Rabatt. Was da geschehen ist, weiß ich nicht. Jedenfalls haben die gemeint, naja, das ist jetzt zu starker Tobak, was ich da vorhabe. Ja, wenn das Leben nichts mehr bedeutet, dann guten Abend. Und ein Unternehmen dieser Größenordnung hat garantiert auch eine Versicherung bei solchen Fällen. Das kann immer mal vorkommen. Auch bei namhaften Premium-Einkaufscenter kommt es vor, dass Obst verfällt oder nicht mehr genießbar ist. Und da brauchte auch dann jemand 3 Monate, um zu überlegen, ob man 3 Granatäpfel ersetzt bekommt. Dauerkundin 7 Jahre. Jede Woche 1 Granatäpfel. Entschuldigung, alle Woche 3 Granatäpfel. Der Vorstand in Hamburg sagte, na, das machen wir doch ganz einfach. Die ersetzen wir halt. Tja, aber warum brauche ich da einen Vorstand und nicht einen Filialleiter? Guten Abend. Aber zurück zu diesem Thema. Machen Sie sich Gedanken, schreiben Sie mir eine E-Mail
an gala@galacom.tv. Und dann wird, wie Verona Brot immer sagt, da wird Ihnen geholfen. Garantiert. Bewusst zum Unternehmensschutz werde ich das Logo noch nicht einblenden und auch noch nicht nennen. Ich bin gespannt. Die Familie ist gespannt. Vielleicht gibt es noch ein vorweihnachtliches Überraschungsgeschenk. In diesem Sinne, mehr Humanität, mehr Mensch. Zivilcourage geht alle an. Jeder kann der Nächste sein. Wer wegschaut, ist Täter. Wer hinschaut, ist Retter. Credo Ulle Hoeneß. Galacom.tv. Anders abdrehen. Ja, aber ich drehe mit den Worten anders ab. Bis bald. Die Blaulichtgeschichten, mehr Mensch. Galacom.tv. Guten Morgen.